Sesam, öffne dich, ich möchte hinaus. Theodor W. Adorno zum 100. Geburtstag. Von Rolf Wiggershaus. Im Sommer 1950 fand auf der Mathildenhöhe in Darmstadt die Ausstellung »Das Menschenbild in unserer Zeit« statt. Die Eröffnung war begleitet vom ersten Darmstädter Gespräch. Zu den Referenten der sich über 3 Tage erstreckenden Veranstaltung gehörte der österreichische Kunsthistoriker Hans Sedlmayr. Als einst aktiver Nationalsozialist war er um diese Zeit noch zwangsemeritiert. Gleichzeitig war er weithin bekannt durch sein 2 Jahre zuvor erschienenes Buch »Verlust der Mitte«. Der rasch zum Schlagwort gewordene Titel stand für die Diagnose einer zynischen Herabsetzung des Menschen, eines Verfalls in Gleichmacherei und Anarchie, für die der Autor die kulturelle Moderne verantwortlich machte. Als beeindruckendster Gegenspieler Sedlmayrs und anderer Redner, die der modernen Kunst eine Überforderung des Publikums durch Grässliches und Chaotisches vorwarfen, erwies sich nicht einer der anderen Referenten, sondern ein beredter, bei aller Leidenschaftlichkeit und Schärfe wohlüberlegt formulierender Diskussionsteilnehmer, Theodor W. Adorno. Er war erst im Jahr zuvor aus dem US-amerikanischen Exil nach Frankfurt am Main zurückgekehrt und wenige Wochen vor seinem Darmstädter Auftritt zum außerplanmäßigen Professor für Philosophie und Soziologie ernannt worden. Er war Co-Autor der 1947 in Amsterdam erschienenen »Dialektik der Aufklärung« und Autor der 1949 erschienenen »Philosophie der neuen Musik«. In dem 1949 erschienenen Buch über die Entstehung des Dr. Faustus hatte Thomas Mann die zentrale Rolle Adornos für die musikalischen Partien seines Romans über das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn hervorgehoben, eines von ihm als Deutung des deutschen Schicksals gemeinten Romans über einen Komponisten, der in der Epoche der beiden Weltkriege der Gefahr künstlerischer Sterilität durch einen Pakt mit dem Teufel zu entgehen sucht. Dennoch war Adorno damals höchstens Insidern und Experten ein Begriff. Der Auftritt des 46-jährigen Remigranten während der Darmstädter Schlussdiskussion zeigte aber, dass er das Zeug zum herausragenden und eingreifenden Philosophen und Kulturkritiker hatte. Dass in der gegenwärtigen Kunst eine Krise der Rezeption herrscht, in dem Sinn, dass die Breite des Publikums von der modernen Kunst abgespalten ist, das ist wahrscheinlich etwas, was kein vernünftiger Mensch bestreiten wird, und es ist mir nur unverständlich, dass man Brusttöne und Pathos daran verwendet, diese erstaunliche Tatsache aufs Neue unter Beweis zu stellen. Ich glaube, das, worauf es hier wirklich ankäme, wäre doch diese Tatsache selber einmal zu begreifen, anstatt nur in einer nicht ganz fairen Weise aus dieser Tatsache selber ein Werturteil über die moderne Kunst en bloc abzuleiten. Und da würde man allerdings darauf stoßen, dass jener Mangel an gesellschaftlicher Fügsamkeit der modernen Kunst selber Ausdruck eines gesellschaftlichen ist. Wenn man schon die gesellschaftliche Forderung so ernst nimmt, wie man es nehmen muss, wenn das, was Herr Dr. Köhler gesagt hat, mehr sein soll als Demagogie, dann muss man genau darüber sich Rechenschaft ablegen, dass die moderne Kunst zu dem Bruch mit der Konsumtion dadurch gestellt worden ist, dadurch gedrängt worden ist, dass die Produktion in ihrer Breite, nämlich die Produktion, die über den Markt reproduziert wird, eben damit sie verkäuflich ist, die Mechanismen der Verdinglichung, die Mechanismen des Warencharakters, kurz alles das verstärkt hat, was uns eigentlich das Leben unmöglich macht. Und die Sache ist in Wahrheit so, dass das Anliegen des Menschen, also das Anliegen des nicht von einem ihm fremd gegenüberstehenden ökonomischen Mechanismus, sondern das Anliegen der Lebendigkeit heute nur von der Kunst vertreten wird, die sich weigert, nach den Konventionen, nach den wahren Klischees, nach dem Geist der illustrierten Zeitungen, des Radios und der Magazine sich zu richten.
und dass infolgedessen heute wahrscheinlich nur der Künstler die Sache der Gesellschaft vertritt, der sich nicht zu einem Mundstück derer macht, die da prätendieren, für die Gesellschaft reden zu dürfen, während sie in Wirklichkeit darauf ausgehen, die Gesellschaft zu beherrschen und an der Nase herumzuführen. Das war Adorno in Hochform. Ein mitreißender Verfechter der radikalen künstlerischen Moderne als Statthalter einer befreiten Gesellschaft. Adorno schätzte die Auseinandersetzung mit Kritikern moderner Kunst. Das bot die Gelegenheit, anhand der Vorwürfe und Widerstände den spezifischen Charakter moderner Kunst zu klären und ihr Verhältnis zum Stand der gesellschaftlichen Entwicklung zu beleuchten. Solche Kritiker und die Auseinandersetzung mit ihnen wirkten der Neutralisierung von Kunst entgegen, trugen dazu bei, dass sie nicht der Gleichgültigkeit und dem glatten Konsum verfiel. Schon die klassische und traditionelle Kunst hatte Adorno in der Dialektik der Aufklärung als eine Neutralisierung von Ekstase und Rausch charakterisiert. In seiner Interpretation jener Szene, in der in der homerischen Odyssee die Vorbeifahrt des Odysseus an den Sirenen geschildert wird, heißt es: Die Angst, das Selbst zu verlieren und mit dem Selbst die Grenze zwischen sich und anderem Leben aufzuheben, die Scheu vor Tod und Destruktion, ist einem Glücksversprechen verschwistert, von dem in jedem Augenblick die Zivilisation bedroht war. Ihr Weg war der von Gehorsam und Arbeit, über dem Erfüllung immerwährend bloß als Schein, als entmachtete Schönheit leuchtet. Der Gedanke des Odysseus, gleich Feind dem eigenen Tod und eigenen Glück, weiß darum. Er kennt nur zwei Möglichkeiten des Entrinnens. Die eine schreibt er den Gefährten vor. Er verstopft ihnen die Ohren mit Wachs und sie müssen nach Leibeskräften rudern. Den Trieb, der zur Ablenkung drängt, müssen sie verbissen in zusätzliche Anstrengung sublimieren. Die andere Möglichkeit wählt Odysseus selber, der Grundherr, der die anderen für sich arbeiten lässt. Er hört, aber ohnmächtig an den Mast gebunden. Und je größer die Lockung wird, umso stärker lässt er sich fesseln, so wie nachmals die Bürger auch sich selber das Glück umso hartnäckiger verweigerten, je näher es ihnen mit dem Anwachsen der eigenen Macht rückte. Die Bande, mit denen er sich unwiderruflich an die Praxis gefesselt hat, halten zugleich die Sirenen aus der Praxis fern. Ihre Lockung wird zum bloßen Gegenstand der Kontemplation neutralisiert, zur Kunst. Der Gefesselte wohnt einem Konzert bei, reglos lauschend, wie später die Konzertbesucher, und sein begeisterter Ruf nach Befreiung verhallt schon als Applaus. Applaus konnte also gerade kein Kriterium für die Wirkung von Musik, von Kunst überhaupt sein. Je rascher er einsetzt und je prasselnder er ist, desto näher liegt der Verdacht, dass dadurch das Gehörte gebannt und auf Distanz gehalten wird und nur die vertraut klingende Oberfläche gutiert wird. Wer der Neutralisierung der Kunst nicht in die Hände arbeiten wollte, wem es um das Gespür für das Versprechen von Befreiung in der Kunst ging, der musste in Kauf nehmen, auf das Publikum befremdend zu wirken. Ich befinde mich in der Diskussion in einer etwas merkwürdigen Lage. Ich identifiziere mich, wie ich nicht zu sagen brauche, mit der Sache der modernen Kunst, und zwar mit der modernen Kunst in ihrer extremen Gestalt. Ich habe aber allerdings das Gefühl, dass die moderne Kunst in dieser Diskussion ihrer eigenen Sache ein wenig dadurch schadet, dass sie apologetisch verfährt. Das heißt, dass sie von sich selber irgendwie doch sagt, es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Dass sie sich selber harmlos macht, möchte ich sagen. Und demgegenüber scheint mir die Sedlmayr'sche These, und Herr Sedlmayr selbst hat ja hervorgehoben, dass unsere tragenden Anschauungen diametral entgegengesetzt sind. Aber demgegenüber scheint mir die Sedlmayr'sche Anschauung, dass man das Element der Negativität in der modernen Kunst sehr ernst und sehr schwer zu nehmen hat, das scheint mir dabei eigentlich etwas zu kurz zu kommen.
Und ich glaube, dass gerade wir, die wir für die Sache der modernen Kunst einstehen, uns im Grunde nicht dabei bescheiden sollten, und hier differiere ich von Herrn Roh, dass wir sagen, gebt uns nur genug Zeit und dann wird sich sozusagen dann zeigen, dass wir auch Raphaels und dass wir auch Beethovens und all das sind. Wir sind das nicht, wir können es nicht sein und wir wollen es auch gar nicht sein. Weil eben jener Begriff der Harmonie mit unserer eigenen Realität und mit dem, was uns erreichbar ist, unvereinbar. Adorno beließ es aber nicht bei solchen allgemein gehaltenen Bemerkungen, wie sie einem Philosophen und Soziologen möglich waren. Er sprach auch als Künstler, nämlich als einer, der auf eigene Erfahrungen als Komponist und Pianist zurückgreifen konnte. Seine Mutter war Sängerin, seine mit im Elternhaus lebende Tante Pianistin gewesen. Er hatte seit frühester Kindheit zuerst Geige und Bratsche, später Klavier gespielt. In den frühen 20er Jahren hatte er in Frankfurt Kompositionsunterricht bei Bernhard Seckles erhalten, bei dem auch Paul Hinde mitgelernt hatte. 1925 war er in Wien, eine Zeit lang Schüler Alban Bergs und Eduard Steuermanns, des maßgeblichen Pianisten der Schönberg-Schule gewesen. Berg schätzte seine Kompositionen, ebenso sein Engagement als Musikkritiker für die Schönberg-Schule, auch wenn er immer wieder mehr Verständlichkeit anmahnte. Er hatte aber schon früh die Befürchtung geäußert, dass bei Adorno über der Philosophie das Komponieren zu kurz kommen könnte. Anfang 1926 hatte er dem nach Frankfurt zurückgekehrten geschrieben: »Es ist ja klar, eines Tages werden Sie sich, da Sie doch einer sind, der nur aufs Ganze geht, Gott sei Dank, für Kant oder Beethoven entscheiden müssen. Und nur in diesem Sinn könnte eine Bemerkung, die ich dem Rethi gegenüber gemacht haben mag, ich erinnere mich bei Gott nicht, dass ich mit ihm über sie gesprochen habe, zu verstehen sein. Ein Ausdruck der Befürchtung, sie möchten eines Tages, trotz ihres großen Talents, das sie zu einem Komponisten ganz hohen Niveaus prädestinierte, endgültig sich zum philosophischen Schaffen hingewandt haben. Einen Satz wie den, den Sie mir in Ihrem vorletzten Brief als von mir ausgesprochen zitieren, habe ich natürlich nie über die Lippen gebracht. Dass ich an einem Komponisten je bemängeln könnte, dass ihm der Kopf einen Streich spielt, so lautet doch wohl die mir in den Mund gelegte Bemerkung, werden Sie mir wohl selbst nicht zutrauen, und das können Sie getrost dem Herrn Rethi und den anderen, die mit den Gedärmen komponieren, überlassen. Ich glaube, jeder Künstler, der im Ernst einmal im Material gearbeitet hat, weiß, dass wenn er ein Musiker ist und wenn er mit Dissonanzen operiert, dass dann diese Dissonanzen bei ihm nicht etwa einfach als schöne, glatte Wohlklänge erscheinen. Sie erscheinen aber auch nicht etwa einfach als Abbilder dafür, dass unsere Welt so scheußlich ist. Beide Dinge sind falsch, sondern es liegt hier ein sehr merkwürdiges Verhältnis vor, das man sehr subtil und sehr genau zu beschreiben hätte, nämlich ein Hingezogensein, eine merkwürdige Attraktion, die gerade von diesen nicht harmonischen Dingen aufgeht, ein Gelocktwerden davon, dass in sich sowohl das Moment des Abenteuers, das Moment des, also des Ungebundenen, des Unerfassten hat, wie zugleich auch das Moment eben darin, dass man sich dem überlässt, dem Leiden standzuhalten. Und ich glaube, dass nur, wenn man fähig wäre, wirklich in diesem Sinn, um das Wort von Herrn Ebers aufzunehmen, die Vielschichtigkeit der modernen Kunst zu erfassen und etwa zu sehen, was alles eigentlich in einer Dissonanz, in einem Musikwerk mitschwingt, was alles an zunächst miteinander unvereinbaren geschichtlichen Erfahrungen darin konzentriert ist, dass man nur, wenn man fähig wäre, alles das in seinem ganzen Reichtum zu fassen, dass man dann die moderne Kunst, ja, ich möchte sagen, retten würde, ohne in bloße Apologie zu verfallen und ohne sie damit zu verharmlosen, dass man sie mit der traditionellen auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Thank you.
Adornos Diskussionsbeitrag über die Polyvalenz der Dissonanz und die Vielschichtigkeit des modernen Kunstwerks konnte damals wie die vorweggenommene Erläuterung jenes Satzes von ihm wirken, der später am meisten Furore machte. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Die Fortsetzung des Satzes wurde und wird dabei meist unterschlagen. Sie heißt: Und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben. Diese Fortsetzung relativiert allerdings nicht das Vorangegangene, sondern verstärkt es. Denn sie besagt: Wer es bei der Feststellung beließe, dass nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben barbarisch und unmöglich ist, wäre erst recht barbarisch. Nämlich barbarisch im Sinne sich heraushaltender Distanz angesichts einer widersprüchlichen und unerträglichen, einer aporetischen Situation. Wer aber nach Auschwitz ein Gedicht schreibt, muss ein Gedicht schreiben, dem man in irgendeiner, sei es noch so verborgenen Schicht, anmerkt, dass es ein Gedicht nach Auschwitz ist. Er muss sich auf die Dialektik von Kultur und Barbarei einlassen. In diesem Sinne barbarisch sein. Der Ausdruck barbarisch ist vieldeutig, wird von Adorno keineswegs nur negativ verwandt. Dass Barbaros der griechische Ausdruck für Nicht-Griechen, für Ausländer war, bleibt immer mitgegenwärtig. In einem der vielen Beiträge, die Adorno im Laufe seines Lebens zu Gustav Mahler verfasste, in seiner 1960 gehaltenen Wiener Gedenkrede auf diesen von ihm besonders geschätzten Komponisten, wird die Vielschichtigkeit seiner Verwendung des Ausdrucks barbarisch besonders deutlich. Sein Naturell war das eines Fauve, eines Wilden, aber eines, der nicht die Auferstehung der Barbarei meint, wie sie vom Druck der Zivilisation ausgebrütet wird, sondern eine Menschheit oberhalb der gefügten Ordnung und ihrer Versagungen, die sonst das Kunstwerk durch seine bloße Existenz nochmals wiederholt. Die Kunstwerke, die er produzierte, träumen von der Abschaffung der Kunst durch jenen erfüllten Zustand, den seine Symphonien unermüdlich abwandelnd beschwören. Kunst hat, so suchte Adorno, die Vielschichtigkeit authentischer Werke auch zu verdeutlichen, eine Doppelfunktion. Zu sagen, wie es ist, comment c'est, hieß ein von ihm in diesem Zusammenhang gern zitierter Titel eines Beckett-Textes, und zu sagen, wie es sein könnte und sollte. Von Promesse du Bonheur sprach er mit einem Ausdruck Stendhals. Es ist die Verschränkung dieser beiden Aspekte, die eine Ästhetik des Standhaltens von einer Ästhetik des Schreckens unterscheidet. Sie stellt sich dem Problem, wie kann das moderne Kunstwerk zugleich unversöhnlicher und versöhnlicher als das traditionelle sein? Wie lässt sich die Kraft, den Schrecken der Gesellschaft ins Auge zu sehen, mit der Kraft verbinden, sich auf ungezähmte Klänge, auf das Unerfasste, das Andere, das Nicht-Identische einzulassen? Keiner aus dem Kreis um Max Horkheimer, dem Leiter des 1933 in die Schweiz, im Jahr darauf in die USA emigrierten Frankfurter Instituts für Sozialforschung, sehnte sich so nach Europa zurück, war so ergriffen bei der ersten Wiederbegegnung mit dem alten Kontinent, sprach auch in späteren Jahren so emphatisch über seine Eindrücke und Gefühle dabei wie Theodor W. Adorno. Ich habe zunächst auch diese Tatsache der Heimkehr unendlich stark erfahren, so stark, dass ich dabei Erschütterung gefühlt habe, wirklich bis zu dem physischen Modell, den dieses Wort hat. Also wie ich mit einem alten Taxi zum ersten Mal über die Place de la Concorde geknattert bin, muss man wohl schon sagen, dann hat wirklich nicht nur das Taxi mit seiner schlechten Federung mich erschüttert, sondern ich habe darunter diesen Boden gefühlt. Aber das hat nun eine sehr spezifische Bedeutung, gerade wenn man aus Amerika kommt. Man hat nämlich das Gefühl dann, dass man in das Unerfasste, das noch nicht
geronnene, noch nicht verdinglichte Leben zurückkommt. Es gibt ja den Satz aus dem Amerika-Müden, das Leben lebt nicht. Man hat das Gefühl oder wenigstens die Erwartung, wenn man mit Europa wieder in physischen Kontakt kommt, dass das Leben eben doch noch lebt. So Adorno im Januar 1958 in einer Sendung des Abendstudios des Hessischen Rundfunks, in der er und Erika Mann über ihre Erfahrungen bei der Rückkehr nach Europa berichteten. Solche hohen Erwartungen, keineswegs selbstverständlich angesichts jener 12 Jahre, in denen Deutschland, nach einem Wort Alfred Kantorowitschs, die Verbrechen von 1000 Jahren angehäuft hatte, werden verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, was die 20er und frühen 30er Jahre für Adorno bedeutet hatten. Der 1903 geborene Sohn eines Frankfurter Weingroßhändlers war zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen Machtübernahme Privatdozent für Philosophie an der Frankfurter Universität gewesen. Er hatte sich im zweiten Anlauf bei dem Philosophen und evangelischen Theologen Paul Tillich mit einer Arbeit über Kierkegaard habilitiert. Die Buchfassung der Habilitationsschrift »Kierkegaard – Konstruktion des Ästhetischen« widmete er Siegfried Krakauer, meinem Freunde. Die akademische Antrittsvorlesung, die er 1931 über »Die Aktualität der Philosophie« hielt, wollte er bei der Publikation Walter Benjamin widmen. Dazu kam es nie. Krakauer und Benjamin, Frankfurter der eine, Berliner der andere, das waren die beiden Mentoren und Freunde aus früher Zeit, denen Adorno ein methodologisches Selbstverständnis und Denkmotive verdankte, von denen er ein Leben lang zehrte. Den 14 Jahre älteren Krakauer lernte Adorno bereits als Gymnasiast kennen. Über viele Jahre hindurch las er mit mir regelmäßig samstagnachmittags die Kritik der reinen Vernunft. Nicht im leisesten übertreibe ich, wenn ich sage, dass ich dieser Lektüre mehr verdanke als meinen akademischen Lehrern. Pädagogisch ausnehmend begabt, hat er mir Kant zum Sprechen gebracht. Von Anbeginn erfuhr ich unter seiner Anleitung, das Werk nicht als eine bloße Erkenntnistheorie, als Analyse der Bedingungen gültiger Erkenntnis, sondern als eine Art chiffrierter Schrift, aus der der geschichtliche Stand des Geistes herauszulesen war. Er vergegenwärtigte mir die Vernunftkritik nicht einfach als System des transzendentalen Idealismus. Vielmehr zeigte er mir, wie objektiv-ontologische und subjektiv-idealistische Momente darin streiten, wie die beredtesten Stellen des Werkes die Wunden sind, welche der Konflikt hinterließ. Unter einem gewissen Aspekt sind die Brüche einer Philosophie wesentlicher, denn die Kontinuität des Sinnzusammenhanges, welche die meisten Philosophien von sich aus urgieren, ohne dass ich mir davon hätte volle Rechenschaft geben können. Gewahrte ich durch Krakauer erstmals das Ausdrucksmoment der Philosophie. Sagen, was einem aufgeht. Dass diesem Moment Konträre der Stringenz des objektiven Zwanges im Gedanken trat dahinter zurück. Wie ich erst im philosophischen Betrieb der Universität darauf stieß, so dünkte es mir lange genug akademisch, bis ich herausfand, dass unter den Spannungen, an denen Philosophie ihr Leben hat, die zwischen Ausdruck und Verbindlichkeit vielleicht die zentrale ist. Krakauer, seinerseits ein hochtalentierter Schüler Georg Simmels, wurde 1921 Mitarbeiter des Feuilletons der Frankfurter Zeitung und führte Adorno praktisch vor, wie sich aus den unscheinbaren Oberflächenäußerungen einer Epoche deren Ort im Geschichtsprozess schlagender bestimmen lässt als aus den Urteilen der Epoche über sich selbst. Vom Kunstwerk als geschichtsphilosophischer Sonnenuhr oder unbewusster Geschichtsschreibung sprach Adorno später in Analogie dazu.
Krakauers Diagnose lief darauf hinaus, dass in der kapitalistischen Epoche eine getrübte Vernunft, unfähig zur Selbstbesinnung, selbstherrlich und verblendet, in einer nicht nur entzauberten und entdämonisierten, sondern gleichzeitig sinnlos gewordenen Welt befangen und gefangen bleibt. Zum Vorbild für die Formulierung eines alternativen Rationalitätsbegriffs wurde für Adorno die erkenntnistheoretische Vorrede aus dem Ursprung des deutschen Trauerspiels. Der 8 Jahre ältere Walter Benjamin wollte sich mit dieser Arbeit habilitieren. Sie war aber von der Frankfurter Universität abgelehnt worden. In der Vorrede umriss Benjamin eine Form der Erfahrung, bei der nicht Einzelnes unter Allgemeinbegriffe subsumiert wird, sondern einzelne Elemente zu Konstellationen angeordnet werden, durch die sich eine Idee von ihrer Bedeutung ergibt. In dem Essay, der Essay als Form und in der negativen Dialektik legte Adorno später seine teils eingängigere, teils akademischere Formulierung einer Erkenntnisweise dar, die Ausdruck und Stringenz, Ungebundenheit und Verbindlichkeit zu kombinieren sucht. Vor 1933 bot Adorno so das Bild eines hochtalentierten jungen Mannes aus gutem Hause, der Denkweisen, die auf der Höhe einer kulturell überaus produktiven Zeit waren, in den Bereich der Universität einführte und dem, anders als dem aus bescheidenen Verhältnissen stammenden Krakauer und dem literarisch und gedanklich gänzlich unkonventionellen Benjamin, eine Universitätskarriere sicher zu sein schien. Doch die Abkunft von einem zum Protestantismus übergetretenen jüdischen Vater reichte, damit ihm 1933 die Lehrerlaubnis entzogen wurde. Anfang 1935 wurde ihm als, wie es im Bescheid hieß, Nicht-Arier, der sich nicht aus der rassischen Gemeinschaft heraus seinem Volk verbunden und verpflichtet fühle und deshalb für die Verwaltung des deutschen Kulturgutes nicht geeignet sei, von der Reichsschrifttumskammer die beantragte Aufnahme verweigert und die weitere Veröffentlichung schriftstellerischer Arbeiten verboten. Mitte der 30er Jahre unternahm Adorno, dank der Zahlungen des Vaters finanziell gut gestellt und während der Terms in Oxford, während der Ferien in Frankfurt lebend, den Versuch einer akademischen Karriere in England. Dies wenig aussichtsreiche Unternehmen konnte er aufgeben, als sich Ende 1937 für ihn die Chance ergab, Mitarbeiter teils eines Rundfunkforschungsprojekts, teils des emigrierten Instituts für Sozialforschung in den USA zu werden und, frisch verheiratet mit seiner Berliner Freundin Gretel Karplus, nach New York überzusiedeln. Zum Zeitpunkt des Gesprächs über Europa nach der Emigration war der 55-jährige Adorno gerade seit einem halben Jahr ordentlicher öffentlicher Professor. Weil er einen Rechtsanspruch auf eine ordentliche Professur hatte, war er schließlich gegen Widerstand aus der Fakultät auf einen sogenannten Wiedergutmachungslehrstuhl berufen worden, der beim Ausscheiden des Inhabers in Wegfall kam. Abgesehen von diesem Wiedergutmachungsfall erhielt er nie den Ruf einer Universität. Was Adorno über einige seiner ersten Eindrücke bei der Rückkehr nach Deutschland erzählte, etwa vom märchenhaften Empfang im Hotel einer wunderschönen, intakten süddeutschen Stadt in tiefer Winternacht oder vom Aufenthalt in einem Haus auf dem Land mit Kerzen als einziger Lichtquelle, die alle Konturen sanft und zart machten, das veranlasste den Interviewer zu der Feststellung, offenbar hätten seine Gesprächspartner bei ihrer Rückkehr nach Europa eine in Amerika vermisste Idylle wiedergefunden. Das veranlasste wiederum Adorno, die Erfahrung, um die es ihm ging, deutlicher zu machen. Allerdings glaube ich, Herr Dr. Frisé, dass es nicht das Suchen nach etwas Idyllischem lag. Mir liegt der Gedanke an kleinstädtische Idylle und alles derartige, ich glaube, das muss ich nicht sehr betonen, ungemein fern. Es ist schon etwas viel, ja etwas viel Ernsteres. Es gibt ein Gedicht von Baudelaire, in dem steht der Vers »Le printemps adorable a perdu son odeur«. Und man kann wirklich sagen, dass der Geruch der Dinge,
drüben ja irgendwie verloren gegangen ist. Und das, was wir wiederfinden hier, das ist gar nicht so sehr die Idylle wie der Geruch, wie dass die Dinge ihren Geruch haben, die Sphäre des Geruchssinn haben, die verdrängt wird, oder man könnte beinahe auch sagen, dass die Dinge noch ihren eigenen Namen haben, dass der Name nicht ein bloßer Schein für das immer Gleiche ist, sondern dass das, was verschieden ist, wirklich auch durch den Namen diese Verschiedenheit selber ausdrückt. Das ist gar nicht immer etwas Idyllisches, das kann sogar unter Umständen auch etwas sehr Leidvolles und Schmerzliches sein und kann mit allen möglichen finsteren und abgründigen Sphären zusammenhängen, aber es hat zunächst also dieses Glückvolle, gar nicht so sehr des Engen, wie dessen, dass die Dinge noch sie selber sind und nicht ein bloßes für anderes. Als Beleg einer Sehnsucht nach Idylle war das von Adorno Erzählte umso weniger zu verstehen, als er sich der historischen Bedingtheit seiner Eindrücke sehr bewusst war. Ich habe doch viel weniger in Europa das Enge und Beschränkende empfunden, als eine bestimmte Art des Versprechens von Freiheit, der offenen Möglichkeit, des noch nicht durch eine vergesellschaftete Vergesellschaft vorweggenommenen. Und das hing nun sicherlich mit der Situation der ersten Nachkriegsjahre zusammen, wo es ja wirklich aussah, als ob noch alles werden konnte, als ob alles gar nicht so fest und alles gar nicht so entschieden wäre. Auch ein Jahrzehnt nach dem Gespräch über Europa nach der Emigration, in einem Vortrag über seine wissenschaftlichen Erfahrungen in den USA, wiederum im Abendstudio des Hessischen Rundfunks gesendet, schloss Adorno abermals mit dem überraschenden Motiv der Rückkehr aus der nützlichen, disziplinierenden Lehrmeisterin USA ins weniger festgelegte, an Möglichkeiten reichere, offenere Europa. Wer in der Kritik des gesunden Menschenverstandes so weit geht wie ich, muss die einfache Forderung erfüllen, dass er gesunden Menschenverstand besitzt. Er darf nicht über etwas sich zu erheben beanspruchen, dessen Disziplin er selbst nicht zu genügen vermag. Erst in Amerika habe ich wahrhaft das Gewicht dessen erfahren, was Empirie heißt, so sehr im Übrigen auch von früh auf das Bewusstsein mich leitete, dass fruchtbare theoretische Erkenntnis anders als in engster Fühlung mit ihren Materialien nicht möglich ist. Umgekehrt habe ich an der Gestalt des in wissenschaftlicher Praxis umgesetzten Empirismus in Amerika einsehen müssen, dass die volle, unreglementierte Breite der Erfahrung durch die empiristischen Spielregeln beengter ist, als es im Begriff der Erfahrung selbst liegt. Nicht die falscheste Bezeichnung dessen, was mir nach all dem vorschwebt, wäre eine Art Wiederherstellung von Erfahrung gegen ihre empiristische Zurichtung. Das nicht zuletzt wird mich, neben der Möglichkeit, in Europa die eigenen Intentionen ungehinderter verfolgen und zur politischen Aufklärung einiges helfen zu können, zur Rückkehr bewogen haben. Es war die Wiederherstellung von Erfahrung gegen ihre empiristische Zurichtung, was Adorno unter anderem beim sogenannten Positivismusstreit in der deutschen Soziologie inspirierte und motivierte. Als er 1969 die sich über mehr als ein Jahrzehnt erstreckenden einschlägigen Beiträge zu diesem Streit herausgab, stellte er seine Einleitung als Motto den Satz des polnischen Aphoristikers Stanisław Jerzy Lec voran. Sesam, öffne dich, ich möchte hinaus. Was bisher von Adorno zu hören war, lässt eine erste Antwort auf die Frage zu, was ihm bei diesem Motto vor Augen stand. Aus einer erfahrungsarmen Welt hinaustreten in eine erfahrungsreiche. Erfahrungsreich in dem doppelten Sinne, dass in ihr die Intensität des Erfahrenden und die Intensität des Erfahrenen einander entsprachen. Im Gestus des Heraustretens sah Adorno in dem Buch, das zu seinem Vermächtnis wurde, der unvollendet gebliebenen ästhetischen Theorie, das Erkennungsmerkmal authentischer Kunst als der Statthalterin unrestringierter Erfahrung. Musik.
Adorno hatte das unwahrscheinliche Glück, durch das Elternhaus mit Musik und Musikinterpreten, durch seine Mentoren und Freunde Siegfried Krakauer und Walter Benjamin, mit Philosophie und Zeitdiagnose, Film- und Literaturkritik, durch Horkheimer und das Institut für Sozialforschung mit marxistisch und psychoanalytisch inspirierter Gesellschaftstheorie und empirischer, soziologischer und sozialpsychologischer Forschung vertraut zu werden. Das waren, die Hinzufügung weiterer wichtiger Namen wie Georg Lukács und Ernst Bloch unterstreicht das noch, lauter Einflüsse von außerhalb der Universität. Daraus ergab sich bei ihm eine Kombination von Ästhetik und Gesellschaftstheorie, die ihn zu kritischer Zeitdiagnose im Licht relativ konkreter Kriterien für den Freiheits- und Entwicklungsgrad einer Gesellschaft befähigten. Einen wichtigen Faktor bildeten dabei die Erfahrungen und Einsichten, die sich für ihn bei den Mitte der 40er Jahre in den USA in Teamarbeit entstandenen Untersuchungen zur Authoritarian Personality ergeben hatten. Es ging dabei um die Erarbeitung eines Tests zur Messung von Vorurteilen und die Aufdeckung von Zusammenhängen zwischen der Anfälligkeit für Vorurteile und verschiedenen Typen von Persönlichkeitsstrukturen. Dies Projekt war der aufwendigste und einflussreichste Bestandteil der unter Leitung Horkheimers in Zusammenarbeit mit dem American Jewish Committee zustande gekommenen Studies in Prejudice. Sie sollten Aufschlüsse darüber geben, wie sich soziale Katastrophen, wie die unterm Nationalsozialismus in Europa geschehenen, im Frühstadium erkennen und verhindern ließen. Obwohl vom Vorrang objektiver Faktoren überzeugt, hielten Adorno und Horkheimer sozialpsychologische Analysen für wichtig. Sie konnten die Chance bieten, Vorurteile durch Aufklärung bewusst zu machen und durch Erziehungsmaßnahmen zumindest ihr Ausagieren zu erschweren. Außerdem konnten sie, bei entsprechender Interpretation, das Bewusstsein schärfen für die Spannung zwischen dem Wunsch, unter Individuen zu leben, die weitgehend frei von Vorurteilen sind, und für ein von Toleranz und Solidarität geprägtes gesellschaftliches Klima sorgen und der Verteidigung von wirtschaftlichen Produktionsverhältnissen und bürokratischen Verwaltungsformen, die zwischen Ohnmachtsgefühlen und Aggressivität, Konformismus und Asozialität schwankende Verhaltensweisen provozieren. Es scheint mir nun so zu liegen, dass vielleicht das Charakteristische für die Situation gar nicht so sehr das Anwachsen der Verwaltungsapparaturen als solcher ist, bürokratische Apparaturen hat es ja auch schon zu allen möglichen Zeiten gegeben, sondern vielmehr die Veränderungen, durch die die Menschen selber sich in Verwaltungsobjekte verwandeln. Man kann vielleicht sagen, dass die Menschen sich die Eigenschaften bewahren, die sie in dem Konkurrenzzeitalter erworben hatten, die ihnen heute die Anpassung an diesen Zustand erleichtern. Also eine bestimmte Art von Tüchtigkeit, von Raschheit des Blicks, von Promptheit der Reaktion, von Wendigkeit, eine ganze Reihe derartiger Eigenschaften, auch eine bestimmte Art der Härte gegen andere und gegen sich selbst. Sie verlieren aber dafür alle die Eigenschaften, die dem im Wege stehen und die wir bis heute eigentlich als die gerade menschlichen, als die nicht bereits erfassten angesehen haben. Also sie verlieren ihre Impulse, sie verlieren die Leidenschaft. So Adorno bei einem seiner ersten Auftritte im Westdeutschen Rundfunk Anfang 1950, um die Zeit, als in den USA The Authoritarian Personality erschien. Eugen Kogon, von den Amerikanern nach achtjähriger Haft aus dem Konzentrationslager Buchenwald befreit, Autor des Standardwerks und Bestsellers Der SS-Staat und linkskatholischer Publizist, sprach mit Adorno und Horkheimer über die verwaltete Welt und die Krise des Individuums. Dieser Titel und das Gespräch der drei geben eine weitere Antwort auf die Frage, was Adorno bei dem Aphorismus »Sesam, öffne dich, ich möchte hinaus« vor Augen stand. Hinaus aus der verwalteten Welt, in der, wie Adorno im Verlauf des Gesprächs einmal formulierte,
jeder Einzelne gewissermaßen zum Verwaltungsfunktionär seiner selbst wird, um durch und voranzukommen, und hin zu einer Gesellschaft der Individuen, die zu Leidenschaften und zur Spontaneität fähig sind und in der man, so seine Formulierung der Utopie in einem Aphorismus der Minima Moralia, ohne Angst verschieden sein kann. Adornos pathetisch übertrieben klingende Diagnosen, verwaltete Welt, vergesellschaftete Gesellschaft, Rationalisierung des Irrationalen, Liquidation des Individuums, erweisen sich als Mittel der Ernüchterung und Aufklärung, wenn man sich klar macht, dahinter steht die Erfahrung der Selbstabschaffung der Demokratie. Der Selbstabschaffung der Demokratie in Deutschland in einer Situation, in der das Gefühl der Ohnmacht angesichts anonymer und übermächtiger wirtschaftlicher und politischer Prozesse und Organisationen zur Verdrängung des peinigenden Anspruchs auf Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung und zu Ressentiments und Vorurteilen und deren Ausagieren führte. Dass der Faschismus nachlebt, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit bis heute nicht gelang und zu ihrer Fratze, dem leeren und kalten Vergessen, ausartete, rührt daher, dass die objektiven gesellschaftlichen Voraussetzungen fortbestehen, die den Faschismus zeitigten. Er kann nicht wesentlich aus subjektiven Dispositionen abgeleitet werden. Die ökonomische Ordnung und nach ihrem Modell weithin auch die ökonomische Organisation verhält nach wie vor die Majorität zur Abhängigkeit von Gegebenheiten, über die sie nichts vermag, und zur Unmündigkeit. Wenn sie leben wollen, bleibt ihnen nichts übrig, als dem Gegebenen sich anzupassen, sich zu fügen. Sie müssen eben jene autonome Subjektivität durchstreichen, an welche die Idee von Demokratie appelliert. Sie können sich selbst erhalten, nur wenn sie auf ihr Selbst verzichten. Den Verblendungszusammenhang zu durchschauen, mutet ihnen eben die Anstrengung und Arbeit der Erkenntnis zu, an welcher die Einrichtung des Lebens, nicht zuletzt die zur Totalität ausgebreitete Kulturindustrie, sie verhindert. Die Notwendigkeit solcher Anpassung zur Identifikation mit Bestehendem, Gegebenem, mit Macht als solcher, schafft ein totalitäres Potenzial. Es wird verstärkt von der Unzufriedenheit und der Wut, die eben jener Zwang zur Anpassung produziert und reproduziert. In seinem Vortrag »Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit?« vor dem Koordinierungsrat für christlich-jüdische Zusammenarbeit im Herbst 1959 folgte Adorno wiederum der Maxime, heute sei nur Übertreibung das Medium von Wahrheit. Doch er tat es zwecks Ermutigung zu einer realistischen Wendung aufs Subjekt. Alles, was der Verstärkung von dessen Selbstbewusstsein und damit auch von dessen Selbst dient, dient der Verhinderung einer neuerlichen Flucht in den kollektiven Narzissmus, der auf Katastrophenpolitik hinausläuft. Es bleibt aber das dauernde Problem, ist eine Stärkung des Selbstbewusstseins möglich und ist sie überhaupt zu wollen, wenn man gleichzeitig überzeugt ist, an der realen Ohnmacht sei nichts zu ändern? Oder, wie Adorno es selbst im Sommersemester 1962 in seiner Vorlesung über philosophische Terminologie formulierte, die Ordnung des gegenwärtigen Lebens schwächt die Menschen im Allgemeinen so, sie lässt im Allgemeinen so wenig Zeit und ich möchte sagen auch so wenig Kraft zu dem wirklich selbstständigen und autonomen Denken, auf das man sich vom Katheder herab so herkömmlicherweise zu berufen pflegt, dass der Appell an dieses selbstständige, unbeirrte, konsequente Denken dann sehr leicht so klingt wie jene Verordnung des Arztes an die arme alte Putzfrau, dass sie jeden Tag eine kräftige Hühnersuppe verzehren solle. Sein bescheidener Rat für diese Situation, formuliert in einem Aphorismus der Minima Moralia, hieß: Nichts hilft als die standhaltende Diagnose seiner selbst und der anderen. Der Versuch, durch Bewusstsein, wenn schon nicht dem Unheil zu entweichen, so ihm doch seine verhängnisvolle Gewalt, die der Blindheit, zu entziehen.
Auch für Adorno kam die Studenten- und Protestbewegung überraschend. In den größten Hörsälen der Universität wurde es bei seinen philosophischen und soziologischen Veranstaltungen immer enger, aber nach Unruhe sah das nicht aus. Und was er lehrte, war ja auch standhaltende Diagnose in auswegloser Situation, kombiniert mit ästhetischer Erfahrungsfähigkeit. Als 1965 Ludwig von Friedeburg einen Band über Jugend in der modernen Gesellschaft herausgab, hieß es in der Einleitung: Überall erscheint die Welt ohne Alternativen, passt man sich den jeweiligen Gegebenheiten an, ohne sich zu engagieren, und sucht sein persönliches Glück im Familienleben und in der Berufskarriere. In der modernen Gesellschaft bilden Studenten kaum mehr ein Ferment produktiver Unruhe. Als sich dann innerhalb kurzer Zeit eine Studenten- und Protestbewegung von überraschender Vehemenz entwickelte, ähnlich weltweit wie die zuvor von den Soziologen konstatierte Ruhe, hatte Adorno großes Verständnis dafür, soweit es um bestimmte Universitätsreformen ging. Verständnis hatte er auch für die Motive weitergehender Hoffnungen und Forderungen. Kein Verständnis aber hatte er für Versuche, solche Forderungen um jeden Preis durchzusetzen. In einem Gespräch mit dem Berliner Literaturwissenschaftler Peter Sondi meinte er im Oktober 1967 im Westdeutschen Rundfunk: Ich glaube, dass keine Möglichkeit besteht, die Gesellschaft von der Universität her zu verändern, sondern im Gegenteil, dass innerhalb der Universität isolierte Intentionen auf radikale Änderung, denen die Möglichkeit der gesamtgesellschaftlichen Verwirklichung abgeschnitten ist, nur die herrschende Ranküne gegen die Sphäre des Intellektuellen verschärfen wird und damit der Reaktion den Weg bahnen. Auf der anderen Seite, und das halte ich noch für wichtiger, wird in diesen Bestrebungen die gesellschaftliche Macht völlig falsch eingeschätzt. Man glaubt, dass durch die geistige Diskussion und die Berufung auf geistige Prinzipien an den Machtverhältnissen sich etwas ändert. Und dass das unter Umständen durch Demonstrationen und spektakuläre Praktiken sich verändern lässt. Während ich alles, was ich von der Gesellschaft weiß, mir selber verleugnen müsste, wenn ich das für möglich hielte. Wie ich glaube, spielt hier als objektiver Grund vieler Bestrebungen der Studenten wirklich genau das herein, was mir in letzter Zeit die Studenten oder gewisse Organisationen vorgeworfen haben, nämlich das Versperrtsein, das reale Versperrtsein der entscheidenden Möglichkeiten des Eingriffs. Wenn ein Tier in einer hoffnungslosen Situation eingesperrt ist, dann beißt es verzweifelt um sich, auch wenn es gar keine Chance hat, herauszukommen. Und ich kann mir nicht helfen. Manche dieser Bestrebungen erinnern mich ein bisschen daran. Im Jahr darauf, im September 1968, fand in Frankfurt am Main eine Podiumsdiskussion über Autorität und Revolution statt. Zu den Teilnehmern gehörten Adorno und einer seiner begabtesten Schüler, Hans-Jürgen Krahl, der zugleich Hauptrepräsentant des Frankfurter SDS war. Im Publikum saß unter anderem Günter Grass. Der warf Adorno später in einem Brief vor, er habe sich von Krahl in die Defensive drängen lassen und habe auf Suggestivfragen, Unterstellungen und unterschwellige Erpressungsversuche weich und nahezu schuldbewusst reagiert. Adornos Reaktion auf diesen Brief zeigt ihn als lebende Aporie, als jemanden, der vielschichtig empfand und langfristig dachte. Ich habe, seit ich politisch dezidiert denke, versucht, meine Position zu wahren ohne Renegatentum. Die öffentliche Distanzierung von der APO aber würde mich in das Licht des Renegaten setzen. So deutlich auch aus allem, was ich geschrieben habe, hervorgeht, dass ich mit dem bornierten Praktizismus der Kinder, der bereits in abscheulichen Irrationalismus übergeht, nichts zu tun habe. In Wahrheit habe nicht ich meine Position geändert, sondern jene, die ihre, oder vielmehr die meine, da sich ja doch unendlich viele Kategorien von mir, besser von der Frankfurter Schule überhaupt, bezogen haben. So war es nicht gemeint. Müssten Sie aber, lieber Herr Grass, dieselben Erfahrungen mit den sogenannten Kollegen machen, die ich immer wieder machen muss, widerführe Ihnen, dass das von Ihnen geleitete Institut vom Rektor der eigenen Universität als taktische Basis des SDS öffentlich denunziert wird,
während gleichzeitig wir alle die größten Schwierigkeiten haben und uns nach Kräften bemühen, den SDS-Studenten ihre Klischees auszutreiben, dann hätten sie Nachsicht dafür, dass ich nun auch wiederum nicht mit den Rüex e tutti quanti gegen die Studenten mich verbinden möchte, mit denen unser einer dann immer noch mehr gemein hat, wenn sie einen totschlagen, als mit jenen, wenn sie uns als einen der ihren an die liebevolle Brust drücken. Ich fürchte, dass mir, uns allen, auch meinen Freunden Horkheimer, Habermas, Friedeburg, eine öffentliche Distanzierung vom SDS nicht erspart bleibt. Der Sache nach ist die Differenz aus jedem Wort zu lesen, das wir drucken lassen. Aber etwas in mir lässt mich zögern, eine solche Deklaration abzugeben, und gar in einem Augenblick, in dem der SDS ersichtlich niedergeht und zum Gefangenen der eigenen Publizität geworden ist. Abschließend formulierte er als Konsequenz für sich noch entschiedener: Ich selbst sehe meine Aufgabe immer mehr darin, einfach das auszusprechen, was ich zu erkennen glaube, ohne irgendwelche Rücksichten nach irgendeiner Seite. Damit zusammen geht eine steigende Aversion gegen jegliche Art von Praxis, in der mein Naturell und die objektive Aussichtslosigkeit von Praxis in diesem geschichtlichen Augenblick sich zusammenfinden mögen. Es kam, wie Adorno vermutet hatte. Die versuchte Besetzung des Instituts für Sozialforschung, polizeiliche Räumung, Gerichtsprozess, die Auseinandersetzung mit Herbert Marcuse, einst Mitarbeiter des Instituts im US-amerikanischen Exil, jetzt Philosoph der Jugendrevolte, das sogenannte Busenattentat in einer von Adornos Vorlesungen, es kam vieles zusammen, um die Situation immer schwieriger und unerträglicher zu machen. Gleichzeitig gab es eine Normalität, die im Nachhinein angesichts der vorherrschenden Bilder von jener Zeit unwirklich scheint. Hier ein Beispiel. Im Frühjahr 1969 meldete ich mich bei der Sekretärin im Institut für Sozialforschung für Adornos Sprechstunde an. Mitte der 60er Jahre hatte ich in Tübingen mit dem Studium begonnen, weil dort Friedrich Beißner, der Herausgeber der Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe, lehrte. Dann war ich in der Neuen Rundschau zufällig auf Adornos Aufsatz »Parataxis« zur späten Lyrik Hölderlins gestoßen. Ich war beeindruckt, ja begeistert von seiner Kritik an Heideggers Hölderlin-Deutung und seinem Sinn für schöne Stellen, etwa die unter anderem von ihm zitierte »Wie Morgenluft sind nämlich die Namen seit Christus, werden Träume«. Sympathisch war mir auch, dass Adorno nicht nach der großen Stuttgarter Ausgabe zitierte, sondern nach der kleinen, die ich auch hatte. Später erfuhr ich dann von einer ganz anderen Reaktion auf seinen Beitrag zu Hölderlin. Er hatte den Text zunächst Mitte 1963 auf der Jahresversammlung der Hölderlin-Gesellschaft vorgetragen. Wenige Tage später erhielt er den Brief einer Frau, in dem es hieß: »Ich hörte als Mitglied der Hölderlin-Gesellschaft in Berlin Ihren Vortrag, das heißt nur die ersten 25 Minuten davon, dann musste ich den Saal verlassen, weil es mir unmöglich war, mit anzuhören, in welcher Art sie Martin Heidegger angriffen und lächerlich zu machen versuchten. Deshalb möchte ich Ihnen zu bedenken geben, welch doppelte Aufgabe Ihnen gestellt ist, sich kritisch mit unserer Zeit auseinanderzusetzen und dabei darauf bedacht zu sein, dass jüdischer Geist im besten Sinne des Wortes nicht wieder in Misskredit gebracht werden kann.« Ich dagegen, als begeisterter Leser des Aufsatzes, war nach Frankfurt am Main gegangen und stand nun erstmals allein mit Adorno im Direktorzimmer des Instituts, seinem täglichen Arbeitsplatz. Von ihm nach meiner Lektüre zur Hölderlin gefragt, sagte ich: »Die originellste und einzige wirklich wichtige Publikation dazu, die ich kennte, sei sein Aufsatz »Parataxis«. Das war aufrichtig. Und er nahm es hin als aufrichtige Feststellung
ohne sich zu zieren oder mir Schmeichelei zu unterstellen. Er erwähnte, dass ich natürlich auch berücksichtigen müsse, was Bruno Liebrucks, sein Kollege im philosophischen Seminar, über Hölderlin geschrieben habe. Dem konnte ich leicht zustimmen. Ich war ohne genaue Vorstellung gekommen. Nach wenigen Minuten hatte Adorno den Titel für das gefunden, was mir vorschwebte: Zum Verhältnis von Philosophie und poetischer Praxis bei Hölderlin. Er verabschiedete mich so freundlich, wie er während all der Minuten gewesen war, und wie im Traum ging ich wieder hinaus mit einem Thema, bei dem die poetische Jugendliebe im philosophischen Dissertationsthema aufgehoben war. Wenige Monate später, am 6. August 1969, starb Adorno während des Urlaubs im Wallis in der Schweiz. Er hatte schon lange Herzprobleme, und der Arzt hatte ihm diesmal von dieser Reise abgeraten. Aber Adorno hoffte wohl auf die heilsame Wirkung des gewohnten Urlaubs. Auf den Tag seines Todes ist ein Eilbrief an Herbert Marcuse datiert, in dem es unter anderem heißt: Die Meriten der Studentenbewegung bin ich der Letzte zu unterschätzen. Sie hat den glatten Übergang zur total verwalteten Welt unterbrochen. Aber es ist ihr ein Quäntchen Wahn beigemischt, dem das Totalitäre teleologisch innewohnt, gar nicht erst, obwohl dies auch, als Reperkussion. Was das heutige Institut anlangt, so hat es ganz gewiss nicht mehr politische Abstinenz geübt, als das in New York der Fall war. Von dem Maß an Hass, das sich auf Friedeburg, Habermas und mich konzentriert, machst du dir offenbar keine Vorstellung. Die Lektüre der FAZ könnte es dir zeigen. Das Buch, an dem er damals arbeitete, war »Die ästhetische Theorie«, in der es nach wie vor von der neuen Kunst heißt, sie geleite in ein Niemandsland, stellvertretend für die bewohnbare Erde. Dies Projekt war der aufwendigste und einflussreichste Bestandteil, der unter Leitung Horkheimers in Zusammenarbeit mit dem American Jewish Committee zustande gekommenen Studies in Prejudice. Sie sollten Aufschlüsse darüber geben, wie sich soziale Katastrophen, wie die unterm Nationalsozialismus in Europa geschehenen, im Frühstadium erkennen und verhindern ließen. Obwohl vom Vorrang objektiver Faktoren überzeugt, hielten Adorno und Horkheimer sozialpsychologische Analysen für wichtig. Sie konnten die Chance bieten, Vorurteile durch Aufklärung bewusst zu machen und durch Erziehungsmaßnahmen zumindest ihr Ausagieren zu erschweren. Außerdem konnten sie, bei entsprechender Interpretation, das Bewusstsein schärfen für die Spannung zwischen dem Wunsch, unter Individuen zu leben, die weitgehend frei von Vorurteilen sind, und für ein von Toleranz und Solidarität geprägtes gesellschaftliches Klima sorgen und der Verteidigung von wirtschaftlichen Produktionsverhältnissen und bürokratischen Verwaltungsformen, die zwischen Ohnmachtsgefühlen und Aggressivität, Konformismus und Asozialität schwankende Verhaltensweisen provozieren. Es scheint mir nun so zu liegen, dass vielleicht das Charakteristische für die Situation gar nicht so sehr das Anwachsen der Verwaltungsapparaturen als solcher ist, bürokratische Apparaturen hat es ja auch schon zu allen möglichen Zeiten gegeben, sondern vielmehr die Veränderungen, durch die die Menschen selber sich in Verwaltungsobjekte verwandeln. Man kann vielleicht sagen, dass die Menschen sich die Eigenschaften bewahren, die sie in dem Konkurrenzzeitalter erworben hatten, die ihnen heute die Anpassung an diesen Zustand erleichtern. Also eine bestimmte Art von Tüchtigkeit, von Raschheit des Blicks, von Promptheit der Reaktion, von Wendigkeit, eine ganze Reihe derartiger Eigenschaften, auch eine bestimmte Art der Härte gegen andere und gegen sich selbst. Sie verlieren aber dafür alle die Eigenschaften, die dem im Wege stehen und die wir
bis heute eigentlich als die gerade Menschlichen, als die nicht bereits Erfassten angesehen haben. Also sie verlieren ihre Impulse, sie verlieren die Leidenschaft. So Adorno bei einem seiner ersten Auftritte im Westdeutschen Rundfunk Anfang 1950, um die Zeit, als in den USA The Authoritarian Personality erschien. Eugen Kogon, von den Amerikanern nach achtjähriger Haft aus dem Konzentrationslager Buchenwald befreit, Autor des Standardwerks und bestsellerlichen Produktionsverhältnissen und bürokratischen Verwaltungsformen, die zwischen Ohnmachtsgefühlen und Aggressivität, Konformismus und Asozialität schwankende Verhaltensweisen provozieren. Es scheint mir nun so zu liegen, dass vielleicht das Charakteristische für die Situation gar nicht so sehr das Anwachsen der Verwaltungsapparaturen als solcher ist, bürokratische Apparaturen hat es ja auch schon zu allen möglichen Zeiten gegeben, sondern vielmehr die Veränderungen, durch die die Menschen selber sich in Verwaltungsobjekte verwandeln. Man kann vielleicht sagen, dass die Menschen sich die Eigenschaften bewahren, die sie in dem Konkurrenzzeitalter erworben hatten, die ihnen heute die Anpassung an diesen Zustand erleichtern. Also eine bestimmte Art von Tüchtigkeit, von Raschheit des Blicks, von Promptheit der Reaktion, von Wendigkeit, eine ganze Reihe derartiger Eigenschaften, auch eine bestimmte Art der Härte gegen andere und gegen sich selbst. Sie verlieren aber dafür alle die Eigenschaften, die dem im Wege stehen und die wir bis heute eigentlich als die gerade Menschlichen, als die nicht bereits Erfassten angesehen haben. Also sie verlieren ihre Impulse, sie verlieren die Leidenschaft. So Adorno bei einem seiner ersten Auftritte im Westdeutschen Rundfunk Anfang 1950, um die Zeit, als in den USA The Authoritarian Personality erschien. Eugen Kogon, von den Amerikanern nach achtjähriger Haft aus dem Konzentrationslager Buchenwald befreit, Autor des Standardwerks und Bestsellers Der SS-Staat und linkskatholischer Publizist, sprach mit Adorno und Horkheimer über die verwaltete Welt und die Krise des Individuums. Dieser Titel und das Gespräch der drei geben eine weitere Antwort auf die Frage, was Adorno bei dem Aphorismus »Sesam, öffne dich, ich möchte hinaus« vor Augen stand. Hinaus aus der verwalteten Welt, in der, wie Adorno im Verlauf des Gesprächs einmal formulierte, jeder Einzelne gewissermaßen zum Verwaltungsfunktionär seiner selbst wird, um durch und voranzukommen, und hin zu einer Gesellschaft der Individuen, die zu Leidenschaften und zur Spontaneität fähig sind und in der man, so seine Formulierung der Utopie in einem Aphorismus der Minima Moralia, ohne Angst verschieden sein kann. Adornos pathetisch übertrieben klingende Diagnosen »verwaltete Welt«, »vergesellschaftete Gesellschaft«, »Rationalisierung des Irrationalen«, »Liquidation des«, sondern ich habe darunter diesen Boden gefühlt. Aber das hat nun eine sehr spezifische Bedeutung, gerade wenn man aus Amerika kommt. Man hat nämlich das Gefühl dann, dass man in das Unerfasste, das noch nicht geronnene, noch nicht verdinglichte Leben zurückkommt. Es gibt ja den Satz aus dem Amerika-Müden, das Leben lebt nicht. Man hat das Gefühl oder wenigstens die Erwartung, wenn man mit Europa wieder in physischen Kontakt kommt, dass das Leben eben doch noch lebt. So Adorno im Januar 1958 in einer Sendung des Abendstudios des Hessischen Rundfunks, in der er und Erika Mann über ihre Erfahrungen bei der Rückkehr nach Europa berichteten. Solche hohen Erwartungen, keineswegs selbstverständlich angesichts jener 12 Jahre, in denen Deutschland nach einem Wort Alfred Kantorowitschs, die Verbrechen von 1000 Jahren angehäuft hatte, werden verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, was die 20er und frühen 30er Jahre für Adorno bedeutet hatten. Der 1903 geborene Sohn eines Frankfurter Weingroßhändlers
war zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen Machtübernahme Privatdozent für Philosophie an der Frankfurter Universität gewesen. Er hatte sich im zweiten Anlauf bei dem Philosophen und evangelischen Theologen Paul Tillich mit einer Arbeit über Kierkegaard habilitiert. Die Buchfassung der Habilitationsschrift »Kierkegaard – Konstruktion des Ästhetischen« widmete er Siegfried Krakauer, meinem Freunde. Die akademische Antrittsvorlesung, die er 1931 über »Die Aktualität der Philosophie« hielt, wollte er bei der Publikation Walter Benjamin widmen. Dazu kam es nie. Krakauer und Benjamin, Frankfurter der eine, Berliner der andere, das waren die beiden Mentoren und Freunde aus früher Zeit, denen Adorno ein methodologisches Selbstverständnis und Denkmotive verdankte, von denen er ein Leben lang zehrte. Den 14 Jahre älteren Krakauer lernte Adorno bereits als Gymnasiast kennen. Über viele Jahre hindurch las er mit mir regelmäßig samstagnachmittags die Kritik der reinen Vernunft. Nicht im leisesten übertreibe ich, wenn ich sage, dass ich dieser Lektüre mehr verdanke als meinen akademischen Lehrern. Pädagogisch ausnehmend begabt, hat er mir Kant zum Sprechen gebracht. Von Anbeginn erfuhr ich unter seiner Anleitung das Werk nicht als eine bloße Erkenntnistheorie, als Analyse der Bedingungen gültiger Erkenntnis. Keiner aus dem Kreis um Max Horkheimer, dem Leiter des 1933 in die Schweiz, im Jahr darauf in die USA emigrierten Frankfurter Instituts für Sozialforschung, sehnte sich so nach Europa zurück, war so ergriffen bei der ersten Wiederbegegnung mit dem alten Kontinent, sprach auch in späteren Jahren so emphatisch über seine Eindrücke und Gefühle dabei wie Theodor W. Adorno. Ich habe zunächst auch diese Tatsache der Heimkehr unendlich stark erfahren, so stark, dass ich dabei Erschütterung gefühlt habe, wirklich bis zu dem physischen Modell, den dieses Wort hat. Also wie ich mit einem alten Taxi zum ersten Mal über die Place de la Concorde geknattert bin, muss man wohl schon sagen, dann hat wirklich nicht nur das Taxi mit seiner schlechten Federung mich erschüttert, sondern ich habe darunter diesen Boden gefühlt. Aber das hat nun eine sehr spezifische Bedeutung, gerade wenn man aus Amerika kommt. Man hat nämlich das Gefühl dann, dass man in das Unerfasste, das noch nicht geronnene, noch nicht verdinglichte Leben zurückkommt. Es gibt ja den Satz aus dem Amerika-Müden, das Leben lebt nicht. Man hat das Gefühl oder wenigstens die Erwartung, wenn man mit Europa wieder in physischen Kontakt kommt, dass das Leben eben doch noch lebt. So Adorno im Januar 1958 in einer Sendung des Abendstudios des Hessischen Rundfunks, in der er und Erika Mann über ihre Erfahrungen bei der Rückkehr nach Europa berichteten. Solche hohen Erwartungen, keineswegs selbstverständlich angesichts jener 12 Jahre, in denen Deutschland, nach einem Wort Alfred Kantorowitschs, die Verbrechen von 1000 Jahren angehäuft hatte, werden verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, was die 20er und frühen 30er Jahre für Adorno bedeutet hatten. Der 1903 geborene Sohn eines Frankfurter Weingroßhändlers war zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen Machtübernahme Privatdozent für Philosophie an der Frankfurter Universität gewesen. Er hatte sich im zweiten Anlauf bei dem Philosophen und evangelischen Theologen Paul Tillich mit einer Arbeit über Kierkegaard habilitiert. Die Buchfassung der Habilitationsschrift »Kierkegaard – Konstruktion des Ästhetischen« widmete er Siegfried Krakauer, meinem Freunde. Marx und Eduard Steuermanns, des maßgeblichen Pianisten der Schönberg-Schule gewesen. Berg schätzte seine Kompositionen, ebenso sein Engagement als Musikkritiker für die Schönberg-Schule, auch wenn er immer wieder mehr Verständlichkeit anmahnte.
Er hatte aber schon früh die Befürchtung geäußert, dass bei Adorno über der Philosophie das Komponieren zu kurz kommen könnte. Anfang 1926 hatte er dem nach Frankfurt zurückgekehrten geschrieben: »Es ist ja klar. Eines Tages werden Sie sich, da Sie doch einer sind, der nur aufs Ganze geht, Gott sei Dank, für Kant oder Beethoven entscheiden müssen. Und nur in diesem Sinn könnte eine Bemerkung, die ich dem Rethi gegenüber gemacht haben mag, ich erinnere mich bei Gott nicht, dass ich mit ihm über sie gesprochen habe, zu verstehen sein. Ein Ausdruck der Befürchtung, sie möchten eines Tages, trotz ihres großen Talents, das sie zu einem Komponisten ganz hohen Niveaus prädestinierte, endgültig sich zum philosophischen Schaffen hingewandt haben. Einen Satz wie den, den Sie mir in Ihrem vorletzten Brief als von mir ausgesprochen zitieren, habe ich natürlich nie über die Lippen gebracht. Dass ich an einem Komponisten je bemängeln könnte, dass ihm der Kopf einen Streich spielt, so lautet doch wohl die mir in den Mund gelegte Bemerkung, werden Sie mir wohl selbst nicht zutrauen, und das können Sie getrost dem Herrn Rethi und den anderen, die mit den Gedärmen komponieren, überlassen. Ich glaube, jeder Künstler, der im Ernst einmal im Material gearbeitet hat, weiß, dass wenn er ein Musiker ist und wenn er mit Dissonanzen operiert, dass dann diese Dissonanzen bei ihm nicht etwa einfach als schöne, glatte Wohlklänge erscheinen. Sie erscheinen aber auch nicht etwa einfach als Abbilder dafür, dass unsere Welt so scheußlich ist. Beide Dinge sind falsch, sondern es liegt hier ein sehr merkwürdiges Verhältnis vor, das man sehr subtil und sehr genau zu beschreiben hätte, nämlich ein Hingezogensein, eine merkwürdige Attraktion, die gerade von diesen nicht harmonischen Dingen aufgeht, ein Gelocktwerden davon, dass in sich sowohl das Moment des Abenteuers, das Moment des, also des Ungebundenen, des Unerfassten hat, wie zugleich auch das Moment eben darin, dass man sich dem überlässt, dem Leiden standzuhalten. Und ich glaube, dass nur, wenn man fähig wäre, wirklich in diesem Sinn, um das Wort von Herrn Ebers aufzunehmen, die Vielschichtigkeit der modernen Kunst zu erfassen und etwa zu sehen, was alles eigentlich in einer Dissonanz, in einem Musikwerk mitschwingt, was alles an zunächst miteinander unvereinbaren geschichtlichen Erfahrungen darin konzentriert ist, dass man nur, wenn man fähig wäre, alles das in seinem ganzen Reichtum zu fassen, es kam, wie Adorno vermutet hatte. Die versuchte Besetzung des Instituts für Sozialforschung, polizeiliche Räumung, Gerichtsprozess, die Auseinandersetzung mit Herbert Marcuse, einst Mitarbeiter des Instituts im US-amerikanischen Exil, jetzt Philosoph der Jugendrevolte, das sogenannte Busenattentat in einer von Adornos Vorlesungen, es kam vieles zusammen, um die Situation immer schwieriger und unerträglicher zu machen. Gleichzeitig gab es eine Normalität, die im Nachhinein angesichts der vorherrschenden Bilder von jener Zeit unwirklich scheint. Hier ein Beispiel. Im Frühjahr 1969 meldete ich mich bei der Sekretärin im Institut für Sozialforschung für Adornos Sprechstunde an. Mitte der 60er Jahre hatte ich in Tübingen mit dem Studium begonnen, weil dort Friedrich Beißner, der Herausgeber der Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe, lehrte. Dann war ich in der Neuen Rundschau zufällig auf Adornos Aufsatz »Parataxis« zur späten Lyrik Hölderlins gestoßen. Ich war beeindruckt, ja begeistert von seiner Kritik an Heideggers Hölderlin-Deutung und seinem Sinn für schöne Stellen, etwa die unter anderem von ihm zitierte »Wie Morgenluft sind nämlich die Namen seit Christus, werden Träume.« Sympathisch war mir auch, dass Adorno nicht nach der großen Stuttgarter Ausgabe zitierte, sondern nach der kleinen, die ich auch hatte. Später erfuhr ich dann von einer ganz anderen Reaktion auf seinen Beitrag zu Hölderlin. Er hatte den Text zunächst Mitte 1963 auf der Jahresversammlung der Hölderlin-Gesellschaft vorgetragen. Wenige Tage später erhielt er den Brief einer Frau, in dem es hieß: »Ich hörte als Mitglied der Hölderlin-Gesellschaft in Berlin Ihren Vortrag, das heißt,
nur die ersten 25 Minuten davon, dann musste ich den Saal verlassen, weil es mir unmöglich war, mit anzuhören, in welcher Art sie Martin Heidegger angriffen und lächerlich zu machen versuchten. Deshalb möchte ich Ihnen zu bedenken geben, welch doppelte Aufgabe Ihnen gestellt ist, sich kritisch mit unserer Zeit auseinanderzusetzen und dabei darauf bedacht zu sein, dass jüdischer Geist im besten Sinne des Wortes nicht wieder in Misskredit gebracht werden kann. Ich dagegen, als begeisterter Leser des Aufsatzes, war nach Frankfurt am Main gegangen und stand nun erstmals allein mit Adorno im Direktorzimmer des Instituts, seinem täglichen Arbeitsplatz. Ist es verzweifelt um sich, auch wenn es gar keine Chance hat, herauszukommen. Und ich kann mir nicht helfen. Manche dieser Bestrebungen erinnern mich ein bisschen daran. Im Jahr darauf, im September 1968, fand in Frankfurt am Main eine Podiumsdiskussion über Autorität und Revolution statt. Zu den Teilnehmern gehörten Adorno und einer seiner begabtesten Schüler, Hans-Jürgen Krahl, der zugleich Hauptrepräsentant des Frankfurter SDS war. Im Publikum saß unter anderem Günter Grass. Der warf Adorno später in einem Brief vor, er habe sich von Krahl in die Defensive drängen lassen und habe auf Suggestivfragen, Unterstellungen und unterschwellige Erpressungsversuche weich und nahezu schuldbewusst reagiert. Adornos Reaktion auf diesen Brief zeigt ihn als lebende Aporie, als jemanden, der vielschichtig empfand und langfristig dachte. Ich habe, seit ich politisch dezidiert denke, versucht, meine Position zu wahren ohne Renegatentum. Die öffentliche Distanzierung von der APO aber würde mich in das Licht des Renegaten setzen. So deutlich auch aus allem, was ich geschrieben habe, hervorgeht, dass ich mit dem bornierten Praktizismus der Kinder, der bereits in abscheulichen Irrationalismus übergeht, nichts zu tun habe. In Wahrheit habe nicht ich meine Position geändert, sondern jene, die ihre, oder vielmehr die meine, da sie ja doch unendlich viele Kategorien von mir, besser von der Frankfurter Schule überhaupt bezogen haben. So war es nicht gemeint. Müssten Sie aber, lieber Herr Grass, dieselben Erfahrungen mit den sogenannten Kollegen machen, die ich immer wieder machen muss, widerführe Ihnen, dass das von Ihnen geleitete Institut vom Rektor der eigenen Universität als taktische Basis des SDS öffentlich denunziert wird, während gleichzeitig wir alle die größten Schwierigkeiten haben und uns nach Kräften bemühen, den SDS-Studenten ihre Klischees auszutreiben, dann hätten sie Nachsicht dafür, dass ich nun auch wiederum nicht mit den Rüex et tutti quanti gegen die Studenten mich verbinden möchte, mit denen unser einer dann immer noch mehr gemein hat, wenn sie einen totschlagen, als mit jenen, wenn sie uns als einen der ihren an die liebevolle Brust drücken. Ich fürchte, dass mir, uns allen, auch meinen Freunden Horkheimer, Habermas, Friedeburg, eine öffentliche Distanzierung vom SDS nicht erspart bleibt. Der Sache nach ist die Differenz aus jedem Wort zu lesen, das wir drucken lassen. Aber etwas in mir lässt mich zögern, eine solche Deklaration abzugeben, und gar in einem Augenblick, in dem der SDS ersichtlich niedergeht und zum Gefangenen der eigenen Publizität geworden ist. Abschließend formulierte er als Konsequenz für sich noch entschiedener: Ich selbst sehe meine Adornos Diskussionsbeitrag über die Polyvalenz der Dissonanz und die Vielschichtigkeit des modernen Kunstwerks konnte damals wie die vorweggenommene Erläuterung jenes Satzes von ihm wirken, der später am meisten Furore machte. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Die Fortsetzung des Satzes wurde und wird dabei meist unterschlagen. Sie heißt: Und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben. Diese Fortsetzung relativiert allerdings nicht das Vorangegangene, sondern verstärkt es. Denn sie besagt: Wer es bei der Feststellung beließe, dass nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben barbarisch und unmöglich ist, wäre erst recht barbarisch. Nämlich barbarisch im Sinne sich heraushaltender Distanz angesichts einer widersprüchlichen und unerträglichen, einer aporetischen Situation.
Wer aber nach Auschwitz ein Gedicht schreibt, muss ein Gedicht schreiben, dem man in irgendeiner, sei es noch so verborgenen Schicht, anmerkt, dass es ein Gedicht nach Auschwitz ist. Er muss sich auf die Dialektik von Kultur und Barbarei einlassen. In diesem Sinne barbarisch sein. Der Ausdruck barbarisch ist vieldeutig, wird von Adorno keineswegs nur negativ verwandt. Dass Barbaros der griechische Ausdruck für Nicht-Griechen, für Ausländer war, bleibt immer mitgegenwärtig. In einem der vielen Beiträge, die Adorno im Laufe seines Lebens zu Gustav Mahler verfasste, in seiner 1960 gehaltenen Wiener Gedenkrede auf diesen von ihm besonders geschätzten Komponisten, wird die Vielschichtigkeit seiner Verwendung des Ausdrucks barbarisch besonders deutlich. Sein Naturell war das eines Fauve, eines Wilden, aber eines, der nicht die Auferstehung der Barbarei meint, wie sie vom Druck der Zivilisation ausgebrütet wird, sondern eine Menschheit oberhalb der gefügten Ordnung und ihrer Versagungen, die sonst das Kunstwerk durch seine bloße Existenz nochmals wiederholt. Die Kunstwerke, die er produzierte, träumen von der Abschaffung der Kunst durch jenen erfüllten Zustand, den seine Symphonien unermüdlich abwandelnd beschwören. Kunst hat, so suchte Adorno, die Vielschichtigkeit authentischer Werke auch zu verdeutlichen, eine Doppelfunktion. Zu sagen, wie es ist, comment c'est, hieß ein von ihm in diesem Zusammenhang gern zitierter Titel eines Beckett-Textes, und zu sagen, müden, das Leben lebt nicht. Man hat das Gefühl oder wenigstens die Erwartung, wenn man mit Europa wieder in physischen Kontakt kommt, dass das Leben eben doch noch lebt. So Adorno im Januar 1958 in einer Sendung des Abendstudios des Hessischen Rundfunks, in der er und Erika Mann über ihre Erfahrungen bei der Rückkehr nach Europa berichteten. Solche hohen Erwartungen, keineswegs selbstverständlich angesichts jener 12 Jahre, in denen Deutschland, nach einem Wort Alfred Kantorowitschs, die Verbrechen von 1000 Jahren angehäuft hatte, werden verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, was die 20er und frühen 30er Jahre für Adorno bedeutet hatten. Der 1903 geborene Sohn eines Frankfurter Weingroßhändlers war zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen Machtübernahme Privatdozent für Philosophie an der Frankfurter Universität gewesen. Er hatte sich im zweiten Anlauf bei dem Philosophen und evangelischen Theologen Paul Tillich mit einer Arbeit über Kierkegaard habilitiert. Die Buchfassung der Habilitationsschrift »Kierkegaard – Konstruktion des Ästhetischen« widmete er Siegfried Krakauer, meinem Freunde. Die akademische Antrittsvorlesung, die er 1931 über »Die Aktualität der Philosophie« hielt, wollte er bei der Publikation Walter Benjamin widmen. Dazu kam es nie. Krakauer und Benjamin, Frankfurter der eine, Berliner der andere, das waren die beiden Mentoren und Freunde aus früher Zeit, denen Adorno ein methodologisches Selbstverständnis und Denkmotive verdankte, von denen er ein Leben lang zehrte. Den 14 Jahre älteren Krakauer lernte Adorno bereits als Gymnasiast kennen. Über viele Jahre hindurch las er mit mir regelmäßig samstagnachmittags die Kritik der reinen Vernunft. Nicht im leisesten übertreibe ich, wenn ich sage, dass ich dieser Lektüre mehr verdanke als meinen akademischen Lehrern. Pädagogisch ausnehmend begabt, hat er mir Kant zum Sprechen gebracht. Von Anbeginn erfuhr ich unter seiner Anleitung das Werk nicht als eine bloße Erkenntnistheorie, als Analyse der Bedingungen gültiger Erkenntnis, sondern als eine Art chiffrierter Schrift, aus der der geschichtliche Stand des Geistes herauszulesen war. Er vergegenwärtigte mir die Vernunftkritik nicht einfach als System des transzendentalen Idealismus. Vielmehr zeigte er mir, wie objektiv und... Ich habe zunächst auch diese Tatsache der Heimkehr unendlich stark erfahren, so stark, dass ich dabei Erschütterung gefühlt habe, wirklich bis zu dem physischen Modell
den dieses Wort hat. Also wie ich mit einem alten Taxi zum ersten Mal über die Place de la Concorde geknattert bin, muss man wohl schon sagen, dann hat wirklich nicht nur das Taxi mit seiner schlechten Federung mich erschüttert, sondern ich habe darunter diesen Boden gefühlt. Aber das hat nun eine sehr spezifische Bedeutung, gerade wenn man aus Amerika kommt. Man hat nämlich das Gefühl dann, dass man in das Unerfasste, das noch nicht geronnene, noch nicht verdinglichte Leben zurückkommt. Es gibt ja den Satz aus dem Amerika-Müden, das Leben lebt nicht. Man hat das Gefühl oder wenigstens die Erwartung, wenn man mit Europa wieder in physischen Kontakt kommt, dass das Leben eben doch noch lebt. So Adorno im Januar 1958 in einer Sendung des Abendstudios des Hessischen Rundfunks, in der er und Erika Mann über ihre Erfahrungen bei der Rückkehr nach Europa berichteten. Solche hohen Erwartungen, keineswegs selbstverständlich angesichts jener 12 Jahre, in denen Deutschland, nach einem Wort Alfred Kantorowitschs, die Verbrechen von 1000 Jahren angehäuft hatte, werden verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, was die 20er und frühen 30er Jahre für Adorno bedeutet hatten. Der 1903 geborene Sohn eines Frankfurter Weingroßhändlers war zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen Machtübernahme Privatdozent für Philosophie an der Frankfurter Universität gewesen. Er hatte sich im zweiten Anlauf bei dem Philosophen und evangelischen Theologen Paul Tillich mit einer Arbeit über Kierkegaard habilitiert. Die Buchfassung der Habilitationsschrift »Kierkegaard – Konstruktion des Ästhetischen« widmete er Siegfried Krakauer, meinem Freunde. Die akademische Antrittsvorlesung, die er 1931 über »Die Aktualität der Philosophie« hielt, wollte er bei der Publikation Walter Benjamin widmen. Dazu kam es nie. Krakauer und Benjamin, Frankfurter der eine, Berliner der andere, das waren die beiden Mentoren und Freunde aus früher Zeit, denen Adorno ein methodologisches Selbstverständnis und Denkmotive verdankte, von denen er ein Leben lang zehrte. Den 14 Jahre älteren Krakauer lernte Adorno bereits als Gymnasiast kennen. Über viele Jahre hindurch las er mit mir regelmäßig Samstag. Auferstehung der Barbarei meint, wie sie vom Druck der Zivilisation ausgebrütet wird, sondern eine Menschheit oberhalb der gefügten Ordnung und ihrer Versagungen, die sonst das Kunstwerk durch seine bloße Existenz nochmals wiederholt. Die Kunstwerke, die er produzierte, träumen von der Abschaffung der Kunst durch jenen erfüllten Zustand, den seine Symphonien unermüdlich abwandelnd beschwören. Kunst hat, so suchte Adorno, die Vielschichtigkeit authentischer Werke auch zu verdeutlichen, eine Doppelfunktion. Zu sagen, wie es ist, comment c'est, hieß ein von ihm in diesem Zusammenhang gern zitierter Titel eines Beckett-Textes, und zu sagen, wie es sein könnte und sollte. Von promesse du bonheur sprach er mit einem Ausdruck Stendhals. Es ist die Verschränkung dieser beiden Aspekte, die eine Ästhetik des Standhaltens von einer Ästhetik des Schreckens unterscheidet. Sie stellt sich dem Problem, wie kann das moderne Kunstwerk zugleich unversöhnlicher und versöhnlicher als das traditionelle sein? Wie lässt sich die Kraft, den Schrecken der Gesellschaft ins Auge zu sehen, mit der Kraft verbinden, sich auf ungezähmte Klänge, auf das Unerfasste, das Andere, das Nicht-Identische einzulassen? Keiner aus dem Kreis um Max Horkheimer, dem Leiter des 1933 in die Schweiz, im Jahr darauf in die USA emigrierten Frankfurter Instituts für Sozialforschung, sehnte sich so nach Europa zurück, war so ergriffen bei der ersten Wiederbegegnung mit dem alten Kontinent, sprach auch in späteren Jahren so emphatisch über seine Eindrücke und Gefühle dabei wie Theodor W. Adorno. Ich habe zunächst auch diese Tatsache der Heimkehr
unendlich stark erfahren, so stark, dass ich dabei Erschütterung gefühlt habe, wirklich bis zu dem physischen Modell, den dieses Wort hat. Also wie ich mit einem alten Taxi zum ersten Mal über die Place de la Concorde geknattert bin, muss man wohl schon sagen, dann hat wirklich nicht nur das Taxi mit seiner schlechten Federung mich erschüttert, sondern ich habe darunter diesen Boden gefühlt. Aber das hat nun eine sehr spezifische Bedeutung, gerade wenn man aus Amerika kommt. Man hat nämlich das Gefühl dann, dass man in das Unerfasste, das noch nicht Geronnene, noch nicht unmöglich macht. Und die Sache ist in Wahrheit so, dass das Anliegen des Menschen, also das Anliegen des nicht von einem ihm fremd gegenüberstehenden ökonomischen Mechanismus, sondern das Anliegen der Lebendigkeit heute nur von der Kunst vertreten wird, die sich weigert, nach den Konventionen, nach den wahren Klischees, nach dem Geist der illustrierten Zeitungen, des Radios und der Magazine sich zu richten. Und dass infolgedessen heute wahrscheinlich nur der Künstler die Sache der Gesellschaft vertritt, der sich nicht zu einem Mundstück derer macht, die da prätendieren, für die Gesellschaft reden zu dürfen, während sie in Wirklichkeit darauf ausgehen, die Gesellschaft zu beherrschen und an der Nase herumzuführen. Das war Adorno in Hochform, ein mitreißender Verfechter der radikalen künstlerischen Moderne als Statthalter einer befreiten Gesellschaft. Adorno schätzte die Auseinandersetzung mit Kritikern moderner Kunst. Das bot die Gelegenheit, anhand der Vorwürfe und Widerstände den spezifischen Charakter moderner Kunst zu klären und ihr Verhältnis zum Stand der gesellschaftlichen Entwicklung zu beleuchten. Solche Kritiker und die Auseinandersetzung mit ihnen wirkten der Neutralisierung von Kunst entgegen, trugen dazu bei, dass sie nicht der Gleichgültigkeit und dem glatten Konsum verfiel. Schon die klassische und traditionelle Kunst hatte Adorno in der Dialektik der Aufklärung als eine Neutralisierung von Ekstase und Rausch charakterisiert. In seiner Interpretation jener Szene, in der homerischen Odyssee die Vorbeifahrt des Odysseus an den Sirenen geschildert wird, heißt es: Die Angst, das Selbst zu verlieren und mit dem Selbst die Grenze zwischen sich und anderem Leben aufzuheben, die Scheu vor Tod und Destruktion, ist einem Glücksversprechen verschwistert, von dem in jedem Augenblick die Zivilisation bedroht war. Ihr Weg war der von Gehorsam und Arbeit, über dem Erfüllung immerwährend bloß als Schein, als entmachtete Schönheit leuchtet. Der Gedanke des Odysseus, gleich Feind dem eigenen Tod und eigenen Glück, weiß darum. Er kennt nur zwei Möglichkeiten des Entrinnens. Die eine schreibt er den Gefährten vor. Er verstopft ihnen die Ohren mit Wachs und sie müssen nach Leibeskräften rudern. Den Trieb, der zur Ablenkung drängt, müssen sie verbissen in zusätzliche Anstrengung sublimieren. Die andere Möglichkeit wählt Odysseus selber, der Grundherr, der die anderen für sich arbeiten lässt. Er hört, aber ohnmächtig an den Mast gebunden. Und je größer die Lockung wird, umso stärker lässt er in einer Dissonanz, in einem Musikwerk mitschwingt, was alles an zunächst miteinander unvereinbaren geschichtlichen Erfahrungen darin konzentriert ist, dass man nur, wenn man fähig wäre, alles das in seinem ganzen Reichtum zu fassen, dass man dann die moderne Kunst, ja, ich möchte sagen, retten würde, ohne in bloße Apologie zu verfallen und ohne sie damit zu verharmlosen, dass man sie mit der traditionellen auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Adornos Diskussionsbeitrag über die Polyvalenz der Dissonanz und die Vielschichtigkeit des modernen Kunstwerks konnte damals wie die vorweggenommene Erläuterung jenes Satzes von ihm wirken,
der später am meisten Furore machte. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Die Fortsetzung des Satzes wurde und wird dabei meist unterschlagen. Sie heißt: Und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben. Diese Fortsetzung relativiert allerdings nicht das Vorangegangene, sondern verstärkt es. Denn sie besagt: Wer es bei der Feststellung beließe, dass nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben barbarisch und unmöglich ist, wäre erst recht barbarisch. Nämlich barbarisch im Sinne sich heraushaltender Distanz angesichts einer widersprüchlichen und unerträglichen, einer aporetischen Situation. Wer aber nach Auschwitz ein Gedicht schreibt, muss ein Gedicht schreiben, dem man in irgendeiner, sei es noch so verborgenen Schicht, anmerkt, dass es ein Gedicht nach Auschwitz ist. Er muss sich auf die Dialektik von Kultur und Barbarei einlassen. In diesem Sinne barbarisch sein. Der Ausdruck barbarisch ist vieldeutig, wird von Adorno keineswegs nur negativ verwandt. Dass Barbaros der griechische Ausdruck für Nicht-Griechen, für Ausländer war, bleibt immer mitgegenwärtig. In einem der vielen Beiträge, die Adorno im Laufe seines Lebens zu Gustav Mahler verfasste, in seiner 1960 gehaltenen Wiener Gedenkrede auf diesen von ihm besonders geschätzten Komponisten, wird die Vielschichtigkeit seiner Verwendung des Ausdrucks barbarisch besonders deutlich. Sein Naturell war das eines Fauve, eines Wilden, aber eines, der nicht die Auferstehung